Der Herbstmeister der Landesliga Ost gegen den 5. der LTN Oberösterreichliga beim Abbruch im März. Man dürfte sich ein enges, spannendes Match erwarten. Bad Leonfelden muss aber auf Goalgetter David Raduch wegen einer Knöchelverletzung verzichten. Pregarten mit der ersten Chance, Minute 5. Der Heber von Robert Lenz geht an die Querlatte. Glück für Fortuna Bad Leonfelden. Dann eine eher ruhige halbe Stunde, wenn auch mit klaren spielerischen Vorteilen für die Spielgemeinschaft Altenmax Pregarten. Minute 35, Tschechien-Legionär Zdeněk Linhart trifft den Pfosten, zum zweiten Mal schon Aluminium. Die Gastgeber kombinieren phasenweise gefällig, Alex Meister spielt hier gleich drei Gegner aus, aber der letzte Pass kommt nicht an. 0:0 der Pausenstand in Bad Leonfelden, Schiri Heiduk bittet zum Pausentee. Zweiter Durchgang und jetzt geht's richtig los. Linhart bekommt kurz nach der Mittellinie den Ball, Brundgraber bietet lediglich Begleitschutz an und so stellt der Tscheche auf 1:0 für die Gäste. Alles in allem eine verdiente Führung der Pregartner in diesem Müllviertler Cup Derby. Und jetzt läuft's bei der Mannschaft von Ronny Rippel. Dieser Pass kommt durch auf Linhart, der in der Mitte den völlig freien Robert Lenz sieht. 60. Minute, der neue Spielstand lautet 0:2. Pregarten hat binnen 10 Minuten eine Vorentscheidung erzwungen. Und die Gäste, sie sind weiter am Drücker. Zum dritten Mal an diesem Abend Aluminium. Wieder war es Linhart. Jetzt sind wir in Minute 75. Ein Freistoß, eine Kopfballverlängerung und der zweite Treffer von Lenz. Die Kugel erneut im Tor der Kurstadt. Robert Lenz mit dem 3:0 für Pregarten. Dann aber Hektik in der Schlussphase. Schiedsrichter Lino Heiduk zeigt Zdeněk Linhart die rote Karte. Der Assistent an der Linie hat eine Tätlichkeit gesehen. Wir haben sie nicht im Bild. Linhart jedenfalls muss vom Platz. Eine Minute später pfeift der unparteiische Elfmeter für die Hausherren. Klares Foul von Drakler an Meister, aber wohl eher knapp außerhalb des 16ers. Manuel Wember nützt die Chance und verkürzt in der 82. Minute auf 1:3. Wird es womöglich noch einmal spannend. Ecke, Minute 91 und Tor! Jakob Niedermeyer sorgt per Kopf für den Anschlusstreffer. Doch zu mehr reicht es dann doch nicht mehr. Altenmax Pregarten holt einen 3:2-Sieg bei Fortuna Bad Leonfelden und steht in der zweiten Cup-Runde, wo man auswärts auf Dietach treffen wird. Wir haben es über einen weiten Raum, also über weite Spielzeit sehr gut gemacht. Und wie ich es vorher schon angesprochen habe, waren ja ungefährdet vorne und durch den Ausschluss die nächste Aktion 11, dann kriegst du das 2-3 und dann wieder zur Partie mit einem weniger. Die Kräfte sind dann natürlich schon geschwunden. Wir zur Partie noch mehr. Haben wir uns selbst zum Zuschreiben. Schlussendlich waren wir dann in der Defensive ein bisschen zu, ja, nicht wirklich aufmerksam bei ein paar Situationen und so sind halt auch die Tore entstanden oder passiert. Ja, und in der Offensive war es so, dass wir eigentlich sehr gut über die Seiten runtergekommen sind, was wir sehr auch vorgenommen haben, aber schlussendlich immer der letzte Pass nicht angekommen ist.